Herzlich willkommen bei Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Bastel-Channel. Und gleichzeitig willkommen zu meinem kleinen Revue- und Langzeit-Testvideo von diesem kleinen Baby hier. Heute geht es rein ausschließlich um die Tischfräse von Scheppach, die HF50. Ich werde das Video in vier kleine Teile unterteilen. Einmal die technischen Daten und die Ausrüstung euch ein bisschen erklären. Zweitens Vorteile einer Tischfräse im Vergleich zu einer handgeführten Oberfräse, was hier die Vor- und Nachteile sind. Drittens angebliche Probleme der Maschine und Lösungen dazu. Viertens meine persönlichen Erfahrungen und quasi das Testergebnis, wie zufrieden ich damit bin. So, fangen wir mit den technischen Details an. Sie hat eine variable Drehzahlregulierung von 11.500 bis 24.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist dieses kleine Drehrad hier. Hier könnt ihr das stufenlos einstellen. Es sind Spannensagen dabei von 6, 8 und 12 mm. Die 6er ist bei mir eingebaut. Die 8er und 12er habe ich hier oben gelagert. Die brauche ich so gut wie nie. Ich habe eigentlich nur Fräser mit einem 8 mm Schaft oder mit einem 6 mm Schaft. Aber der 12er habe ich jetzt keine Fräser, aber es ist dabei, falls jemand größere Fräser hat. Sie hat einen leistungsstarken Motor mit 1500 Watt, also ich finde ihn ausreichend. Er hat meiner Ansicht nach genug Durchzugskraft, selbst bei Hartholz, Esche, Eiche und so weiter, finde ich stark genug. Sie hat eine einstellbare Spindelhöhe von 0 bis 40 mm. Die Spindelhöhe könnt ihr hier an diesem Drehrad verstellen. Und das geht wirklich verdammt genau. Ich habe hier so ein Höhenmesser von der Firma Trend, ist es glaube ich. Ah, jetzt ist der Akku ausgerechnet jetzt leer. Das ist der Vorführeffekt. Den nehme ich her. Hier kann ich ganz genau bis auf ein Zehntel Millimeter meine Fräshöhe einstellen. Und es lässt sich hier wirklich bis auf ein Zehntel Millimeter oder noch genauer alles einstellen. Also funktioniert alles top. Das kleine Rädchen hier nebendran ist die Spindelarretierung quasi, die Arretierung, damit der Fräskopf nicht irgendwie von alleine nach unten wandert durch Vibrationen oder sonst was. Hier muss man das arretieren und hier stellt ihr die Höhe ein. Die Maschine hat hier beim Fräser verschieden große Tischeinlagen, einmal in der Größe 32, 47 und 55 mm. Ihr könnt da einzeln nacheinander herausnehmen und wieder einbauen, je nachdem wie ihr es braucht. Das ist dafür gut, wenn ihr besonders große Fräser habt, wie zum Beispiel Falzfräser oder so im besonders großen Durchmesser, da müsst ihr hier diese Einlagen rausnehmen. Dann geht es als nächstes weiter mit der Tischverbreiterung. Sie hat eine beidseitige Tischverbreiterung aus Aluminium. Ich habe es jetzt nur auf der linken Seite hingebaut. Die Tischverbreiterung hat jeweils 210 x 360 mm. Es ist serienmäßig eine Querschneidlehre dabei. Dann großdimensionierte Aluminiumanschläge, das sind die hier, sind auch wirklich schön groß gehalten. Der Tisch ist aus Grauguss. Dann Werkzeug ist nur jede Menge dabei. Und zwar sind hier zwei Schiebeblöcke dabei, also bei mir funktionieren sie wunderbar. Sie sind unten mit so einer Noppengummierung. Hier könnt ihr euer Werkstück schieben, so damit eure Finger sicher sind. Es sind zwei Schlüssel dabei, einmal dieser zum Fräserwechsel. Der maximale Durchmesser vom Fräskopf darf sein 50 mm, was ihr hier einbauen dürft. Die Tischgröße ohne Verbreiterung, quasi von hier bis hier, sind 610 x 360 mm. Eine Tischverlängerung, wie gerade schon genannt, hat 210 x 360. Das heißt, mit den beiden Verbreiterungen dran hat es 1030 x 360 x 311 mm. Das ganze Stück hier wiegt 31 Kilo und hinten dran hat es einen Absaugstutzen mit 100 mm Durchmesser. Die Maschine hat einiges an Sicherheitseinrichtungen dabei. Einmal das gute Stück hier, das kann ich hier nach vorne schieben, damit bei einem Kickback oder irgendwie sowas mein Werkstück nicht nach vorne zu mir schnallt und mir in den Bauch schlägt oder sonst was. Das hält quasi das drückte Werkstück hier gegen die Fräsanschläge. Finde ich schon mal gut.
Ich habe hier links und rechts zwei so Fässerboards, sagt man auf Englisch, dazu. Das sind quasi so Federboards, die das Ganze auch nach unten drücken. Das sind alle Höhen verstellbar, in der Länge und Breite und Tiefe verstellbar alle. Die drücken das nach unten und durch diese Klammern hier schlägt es nicht zurück. Das Ganze haben wir einmal links, einmal rechts hier. Dann haben wir hier nochmal sowas wie ein Niederhalter. Der ist auch höhenverstellbar. Wenn ich diesen Niederhalter wegmachen würde, gibt es hier noch zusätzlich zwei verschiedene Abdeckhauben dazu quasi, die nur nach oben ein bisschen sich neigen oder nach oben gehen, wenn ich das Werkstück durchschiebe. Dann gibt es einmal diesen rundlichen hier dazu und einmal diesen viereckigen dazu. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Vorteile einer Tischfräse im Vergleich zu einer handgeführten Oberfräse. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in dieses Holzstück eine gerade Nutter längs nach rein machen will, dann habe ich mit der Oberfräse die Möglichkeit, mit dem Parallelanschlag das zu machen. Oftmals geht es gar nicht auf so kurzen Stückchen mit dem Parallelanschlag, sondern eher bei längeren, größeren Stückchen. Und wenn ich dann mit diesem Parallelanschlag arbeite und ich verrutsche nur einmal irgendwie ein paar Millimeter oder kipp oder irgendwas, dann ist die Nut nicht mehr gerade oder unterschiedlich hoch oder sonst irgendwas. So habe ich hier hinten meine Anschläge, kann hier ganz normal mein Holzstück am Anschlag entlang führen und bleib auch wirklich gerade. Hier kann ich mit dem Holzstück nicht verkippeln, weil es liegt auf und nicht so an der Kante entlang mit der Oberfräse. Hier verkippelt nichts. Ich habe keine Höhenunterschiede drin und vor allem, ich kann es halt wirklich bis auf ein Zehntel Millimeter genau einstellen. Das gleiche ist, wenn ich Abrundfräsung mache oder sonst was. Jeder kennt es, der was mit einer Oberfräse schon mal gearbeitet hat, da wenn Pech hast und hier an der Kante entlang gehst und mit deiner Oberfräse ein bisschen verkippelst, dann hast du das Problem und du hast eine Schachtel drin, hast eine Ungenauigkeit drin. Hier, wenn ich was abrunden will, fahre ich ganz normal entlang. Hier kann mir nichts verkippeln. Also sie hat eben genau diese Vorteile. Ich habe diesen Anschlag hier hinten und unten den Tisch, so dass mir nichts verkippeln kann. Das sind bei verdammt vielen Anwendungen, egal ob Nut, Abrunden, Fasen, sonst was, sind es die Vorteile, damit ich halt wirklich alles kerzengerade, ohne zu verkippeln, machen kann. Der einzige Nachteil ist, wenn ich jetzt quasi auf dieser Fläche hier unten eine Fase anbringen würde, dann könnte man das Ganze hier ein bisschen kippeln, weil hier habe ich wenig Auflagefläche. Hier wäre jetzt die Oberfräse wieder besser. Allerdings, man sieht, kleine Auflagefläche. Ich tue mich selbst mit der Oberfräse hier schwer, damit ich nicht verkippe. Aber zum Kanten machen, zum Kanten anfassen, hier unten, da wäre die Oberfräse besser. Für alle solche Arbeiten, wo man das Werkstück nicht verkippeln kann, ist definitiv eine Tischfräse besser. Jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt, zu den angeblichen Problemen der Maschine und Schwachpunkten und den Lösungen dafür. Das erste, was ist, ist die Ungenauigkeit vom Fräsanschlag. Es ist schon mal ab und zu vorgekommen, dass dieser Fräsanschlag hier nicht genau ist. Bei mir hat es sofort gepasst, ich musste nichts nachstellen, ist aber auch schon mal vorgekommen, kann man in die Rezession lesen, aber das ist alles halb so schlimm, weil das kann man einstellen, nivellieren, nachstellen und es ist halt einfach mal so, das sind viele kleine Einzelteile, viele Schräubchen und so weiter. Und da wenn man auf ein Zehntel Millimeter oder irgendwo irgendwas nicht passt, dann muss man halt selber nachjustieren. Deswegen ist nicht die ganze Maschine Schrott oder schlecht und muss sie zurückschicken. Man muss halt selber ein bisschen nachjustieren. Ihr müsst überlegen, das ist keine Schreinerqualitätsmaschine für 3000 Euro, wo alles bombenfest sein muss und alles auf ein Hundertstel Millimeter passt. Das könnt ihr für diesen Preis hier nicht erwarten. Da kommt es halt manchmal leider vor, oder kann vorkommen, damit man diesen Fräsanschlag ein bisschen nachnivellieren muss. Und zwar quasi, wenn jetzt das der Fräsanschlag ist und im übertriebenen Sinne vielleicht eher so ein kleines bisschen steht, ein Millimeter oder so, oder hier einen Höhenunterschied hat, irgendwas,
Das kann man alles nachjustieren und nachnivellieren. Ich erkläre es euch jetzt nicht lange und breit, weil das würde den Rahmen des Videos sprengen. Außerdem hat jemand anders schon das Video dazu gemacht. Der liebe Holzheini, Grüße gehen raus. Ich verlinke euch an der Stelle unten das Video vom Holzheini. Wenn das bei euch der Fall sein sollte, was hoffentlich nicht passiert, schaut euch das Video vom Holzheini an, so kann man das nachjustieren. Das zweite Problem, was ich gelesen habe, was die Maschine angeblich hat. Ich kann es jetzt euch nicht groß demonstrieren, ich habe aber definitiv schon einiges damit gearbeitet. Ich habe die Maschine jetzt, glaube ich, 8 Monate oder so in meinem Besitz. Ich habe gelesen, die Maschine soll eine schlechte Absaugung haben. Kann ich so nicht bestätigen. Entweder liegt es am Staubsauger oder ich weiß es nicht. Ich habe hier hinten an dem 100er Ausgang habe ich eine Verjüngung reingemacht, quasi auf ein 50er HT-Rohr. Mein HT-Rohr geht hier entlang, dort nach oben, dort drüber, über, ich habe es 4 Meter, glaube ich, ausgemessen, 4 Meter nach drüben, hier unter dem Tisch und da unter dem Tisch in 4 Meter Abstand steht mein Staubsauger. Und ich bin zufrieden mit der Absaugleistung. Sie saugt, würde ich jetzt mal sagen, 90% ab. Sie kann nicht immer 100% erwischen, das ist klar. Aber 90% und macht so gut wie keinen Dreck, finde ich zufriedenstellend, die Absaugleistung. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Zum dritten Punkt, sorry. Fräsmotor gibt nach und rutscht nach unten beim Fräsen. Ja, liebe Leute, habt ihr einfach schon mal dran gedacht, hier die Feststellschraube zu benutzen. Bei mir ist es noch nie passiert, damit der Fräsmotor nach unten wandert. Also ich würde mal behaupten, den Leuten, was das passiert ist, die haben, glaube ich, einfach vergessen, die Feststellschraube hier für die Höhenverstellung anzuziehen. Weil ich habe hier schon, weiß Gott, was für Harthölzer gefräst, Esche, Eiche, Erle, Buche, sonst was. Bei mir hat sie noch nie was verstellt und es hat immer alles millimetergenau gepasst. Und dass das millimetergenau passt, ich verlinke euch unten mal mein, oder oben, unten oder oben mein Video von meinen Schubladengriffen. Da habe ich quasi aus Meterstäben einen Schubladengriff gemacht und habe hier auch auf 1/10 Millimeter genau eine Fräsung ins Holz reingemacht. Und es passt alles auf 1/10 Millimeter. Das passt wie angegossen, also ich darf mich nicht beschweren. Zu dem Punkt, sie wird vibrieren. Ja, ist ja klar, ein bisschen vibrieren tut sie. Aber ganz ehrlich, in der Bedienungsanleitung steht schwarz auf weiß drin, dass man sie festschrauben muss. Und ich habe sie festgeschraubt, darum kann ich sie jetzt hier nicht großartig rum und umdrehen und euch von allen Seiten zeigen. Ich habe sie festgeschraubt und das mit den Vibrationen hält sie bei mir sehr in Grenzen. Dass ein bisschen ein Geräuschpegel da ist, ist klar bei so einer Maschine, bei einer Tischfräse. Dann kommen wir zum nächsten, was angeblich an der Maschine eine Schwachstelle ist. Und zwar, dass diese Tischverbreiterungen hier nicht passen. Muss ich auch klipp und klar sagen, kann ich nicht behaupten. Ich habe es jetzt erst einmal hingeschraubt, dann hat es bei mir auch nicht gepasst. Dann bin ich aber dahinter gekommen, ja, Moment mal, wenn ich zuerst alle Schrauben an der vorderen Seite anknall wie ein Hirsch und dann erst anfange, die hinteren reinzuschrauben, dann ist klar, dann verzieht es mir das Ganze ein bisschen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt achte ich drauf, dass gleichmäßig vorne und hinten die Schrauben anziehst. Das heißt, langsam vorne, hinten, nicht erst alle vorne und sonst was, dann ist klar, dann verziehst du es. Ich habe gleichmäßig langsam hinten und vorne die Schrauben angezogen und bei mir passt die Tischverbreiterung. Also ich kann das Ding. Funktioniert. Bei mir hängt nichts. Vielleicht liegt es einfach nur daran. Dann kommen wir zu meinen persönlichen Erfahrungswerten. Was ich leider schmerzhaft feststellen musste, meine Werkstatt ist ein bisschen zu klein. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr hier nicht so 40 cm Latten hernimmt, sondern mal 2 Meter Latten und ihr habt die hier so ziemlich fast an der Mauer dran und wollt die durchschieben, dann merkt ihr, oh hoppla, irgendwann ist meine Reichweite nach hinten gar. Das heißt, wenn ihr euch die holt,
denkt dran, eventuell genügend Abstand zur Mauer halten, wenn ihr mal längere Latten durchschieben wollt. Oder macht sie mobil oder sonst irgendwas, dass ihr nicht zu nah an der Mauer steht und ihr auch große Werkstücke durchschieben könnt. Dann habe ich mir überlegt, soll ich eine Probefräsung machen für die Maschinenvorstellung? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein, werde ich nicht machen, weil eine Probefräsung sagt meiner Ansicht nach nicht viel über die Maschine aus. Wenn man nicht gescheit fräsen kann, keine gescheiten Fräser hat, stumpfe, verharzte Fräser, dann verfälscht es das Bild. Und wenn jetzt meine Fräser stumpf wären oder verharzt oder sonst was, dann würde das Bild von der Fräsmaschine verfälschen. Drum habe ich mich entschlossen, ich mache jetzt keine Probefräsung. Wer allerdings die Maschine im Einsatz sehen will, braucht sie nur eins meiner letzten Videos anschauen oder ein paar meiner letzten Videos. Ich habe wirklich viel mit der Maschine die letzten zig Wochen gearbeitet, weil ich wollte sie auch funktionieren testen. Wie vorhin schon mal erwähnt, verlinke ich euch unter anderem zum Beispiel das Video von meinen Schubladengriffen. Da ist sie auch ein bisschen im Einsatz. Da muss sie millimetergenau arbeiten. Funktioniert alles, millimetergenau zu arbeiten. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, wo ich quasi der Firma Schepper einen Verbesserungsvorschlag machen würde. Soll jetzt nicht unbedingt negativer sein, aber eine kleine Verbesserung habe ich noch gefunden. Und zwar dieser Fräsanschlag hier. Dieser Fräsanschlag. Hier hinten ist ein kleines Drehrädchen, wo man den festzieht. Und das Drehrädchen zieht man quasi mit einer Schraube fest. Da ist von unten, das tut man selber einfädeln, weiß nicht, ob man es ein bisschen sieht, diese Nut hier. Von unten ist dann eine Schraube mit einem Schraubenkopf, die zieht sich dann fest. So macht man diesen Fräsanschlag fest. Jetzt ist auf der rechten Seite allerdings eine relativ kurze Schraube drin gewesen. Und wenn ich dieses Drehrädchen nur eine Umdrehung oder zwei Umdrehungen zu weit aufgedreht habe, ich muss ja aufdrehen, wenn ich hier meine Tiefe oder Breite oder sonst was verändern will, muss ich ja hier dieses Rädchen, diesen Schraubenkopf aufdrehen. Und wenn ich den ein oder zwei Umdrehungen zu viel aufgedreht habe, dann war schon Schraubenende und die Schraube ist mir rausgefallen. Ich hatte nur diesen Knopf hier in der Hand quasi und die Schraube ist ins Maschineninnere gefallen. Jetzt musste ich sie natürlich wieder von unten öffnen und die Schraube rausholen. Ich habe das Problem gelöst. Ich habe einfach die gleiche Schraube mit dem gleichen Schraubenkopf mit einem Zentimeter mehr oder so genommen. Und schon ist das Problem gelöst. Das wäre mein Verbesserungsvorschlag an dieser Maschine, was Schepper meiner Ansicht nach noch besser machen könnte. Aber ansonsten finde ich die Verarbeitung hier tipptopp. Es fehlt sich sonst weiter nichts. Mehr Verbesserungsvorschläge hätte ich jetzt auch nicht. Somit steht mein Testurteil fest. Ich bin hochzufrieden mit der Maschine und sage Langzeittest über 8 Monate. Bestanden. Daumen hoch. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und keine weiteren interessanten Videos von mir mehr verpassen wollt, vergesst nicht, mich jetzt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das war's für heute schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.